OE24 gibt's jede Stunde Geld fürs Radio hören. Ja, super! Ich freue mich riesig darüber. Danke. 10.000 Euro Cash und die Chance auf eine Traumreise für zwei nach Ägypten. Jetzt anmelden auf OE24radio.at. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Gestern Abend hat die große Wahlkampfshow von Donald Trump im New Yorker Madison Square Garden stattgefunden. Viele Stars waren mit dabei, Elon Musk unter anderem, Hulk Hogan und auch ein Österreicher, nämlich der österreichische FPÖ-EU-Abgeordnete Harald Wilimski. Und der ist mir jetzt zugeschaltet aus New York. Schöne Grüße nach New York. Hallo, schöne Grüße, retour nach Wien. Herr Wilimski, wie gesagt, Sie waren gestern im Madison Square Garden bei dieser Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump dabei. Wie haben Sie das Ganze denn erlebt? Also es war eine Veranstaltung von epischem und ikonischem Ausmaß. Ja, es war diese Madison Square Garden Halle bis auf den allerletzten Platz gefüllt. Tausend hat es ein Public Viewing gegeben. Es waren um die 100.000 Leute, die dem dann beigewohnt haben. Und es war sehr, sehr viel an Hoffnung auch zu spüren. Und das, warum mich das Ganze interessiert, ist einfach erklärt, weil Trump der einzige Politiker global gesehen in der westlichen Hemisphäre ist, der sich nachhaltig für eine Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland ausspricht, aber auch Frieden in den Nahen Osten hineinbringen möchte und darüber hinaus Globalisierung möglichst hinhalten möchte und wieder eine Politik, die das eigene Land zuerst zählt, verankern möchte. Und das gefällt mir. Offiziell wird von 20.000 Teilnehmern gesprochen, möchte ich nur der Vollständigkeit halber dazu sagen, aber ich nehme an, Sie meinen die Public Viewings und diese Dinge dann dazu. Wie ist denn Ihre Einschätzung jetzt auch in Amerika seiend? Wie glauben Sie, wird die Wahl am 5. November ausgehen? Zunächst ganz kurz nur ergänzen Sie um recht mit den 20.000. 200.000 haben sich angemeldet, die Halle war bis auf den letzten Platz frei. 1.000 hat es Public Viewing gegeben und so komme ich auf die Zahlen. So, wie die Wahl ausgehen wird, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen und ich glaube, das Momentum liegt wieder bei Donald Trump und so katastrophal peinlich, wie Kamala Harris sich gerade in den Medien auch inszeniert, gehe ich davon aus, dass die Chancen für jemanden wie Donald Trump sehr hoch sind, wieder ins Amt gewählt zu werden und ich sage, dafür auch bei Parteien, die Mitte rechts im europäischen Spektrum angesiedelt sind, die USA ein guter Partner sein können. Was würde denn ein Präsident Donald Trump für die Europäische Union und Europa Ihrer Meinung nach bedeuten? Also das ist für mich Wichtigste, und sonst mische ich mich ja in nichts ein, was die USA betrifft, geht mich auch nichts an, aber es dafür Sorge zu tragen, innerhalb kürzester Zeit zu Friedensverhandlungen zwischen Russland und Ukraine quasi zu drängen und damit das Sterben nicht nur dort zu beenden, sondern auch die Energieversorgung in Europa wieder sicherzustellen, die Inflation entsprechend zu reduzieren. Das ist das Erste. Das Zweite, wofür Donald Trump steht und wo wir uns treffen mit ihm, inhaltlich gesehen, ist die Reduktion von illegaler Migration, damit auch die Länder, die wir die Möglichkeit haben, sich quasi in einer Art und Weise entwickeln zu können, wo sie nicht überrannt werden aus Arabien und aus Afrika. Und das Dritte, wofür er auch steht, und auch da treffen wir uns, ist die Globalisierung zurückzudrängen. Mir ist zum Beispiel sehr gefallen, dass er das Beispiel brachte mit der US-Automobilindustrie, die nach China abgewandert ist. Und er hat gesagt, er will diese Jobs wieder zurück in die USA bringen. Und ähnlich sehe ich es für Europa und auch für Österreich, dass ich danach fragte, die Jobs im eigenen Land zu halten und sie nicht immer weiter in viele Länder von China, Indien und Afrika auszulagern. Und bei uns gehen die Jobs ab, bei uns wird der Wohlstand verloren. Das ist falsche Politik, aber das ist eine, wo ich auch jemand bin, der sagt, lass uns wieder im eigenen Land Industrie aufbauen und Wertschöpfung generieren. Viele Politbeobachter gehen aber davon aus, dass die Beziehung zwischen Europa und den USA schwieriger werden könnte unter einer Präsidentschaft von Donald Trump. Teilen Sie diese Sorge überhaupt nicht? Na, oh ja, das ist die Beziehung der ganzen Linken, die irgendwie kämpfen in einer abgrundhasserfüllten Art und Weise. Ich kann nur sagen, dass ich in das Umfeld von Trump recht gut vernetzt bin. Ich bin mit Gavin Wax, das ist der Präsident des New York
Young Republican Club, das war einer der Gastgeber gestern, nur fast befreundet, und der denkt ähnlich, wie es wir tun, und da gibt es einen permanenten Austausch auch in politischer Art und Weise. Er ist auch oft in Europa. Wir sehen uns als Reformpolitiker der westlichen Hemisphäre, und zwischen konservativen, mittelrechts- und freiheitlichen Politikern wird es natürlich ein hervorragendes und gedeihliches Klima werden. Zwischen all den linken und linkslinken Parteien wird es natürlich schwierig sein, dass die einen Beziehungspunkt in die USA zu Trump finden werden. Ist Donald Trump eigentlich so etwas wie ein politisches Vorbild für Sie? Kann man sich von ihm was abschauen, Ihrer Meinung nach? Generell habe ich keine Vorbilder in der Politik. Ich finde gewisse Typen auf ihre Art und Weise interessant. Einer davon ist Trump. Und wie gesagt, das, was Trump für mich interessant war, ist, dass er außerhalb des Systems steht. Er steht auch außerhalb der eigenen Partei bis zu einem gewissen Grad, der Republikaner, die auch eine Linksausrichtung mittlerweile haben, ähnlich wie die ÖVP in Österreich, aber ein immer stärkerer Flügel für eine britisch konservativ mit der rechtsseitige Politik steht, und er saft das gegen alle Widerstände, wo sie in New York versuchen, ihn zu verklagen, wo sie in Pennsylvania versucht haben, ihn zu erschießen. Ja? Und immer widriger und immer brutaler gegen ihn vorgehen, trotzdem Kurs zu halten. Und das fasziniert mich an jemand, auf den geschossen wurde und dem das Blut den Kopf runter läuft, dann noch die Hand und Faust zu heben und zu sagen, kämpft für Demokratie, kämpft für euer Recht. Das ist schon etwas, wo ich sage, das verdient Respekt. Sie haben ja selber gesagt, es ist ein ganz enges Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris. Wie würden Sie denn eine Präsidentschaft von Kamala Harris beurteilen? Ich nehme an, nicht ganz so positiv. Was würde das Ihrer Meinung nach für Europa und die restliche Welt bedeuten? Es wäre katastrophal. Es wäre genauso eine Sprechpuppe, wie es bei Biden der Fall war. Von Kamala Harris, die 4 Jahre jetzt als Vizepräsidentin im Amt war, kommt auf einmal drauf, was sie alles hätte machen sollen, ja, aber nicht gemacht hat. Das Erste. Das Zweite, eigentlich fallen jetzt den großen Problemen an dieser Zeit nicht mehr Sachen ein, außer dass sie zur Mittelklasse gehört, ja, und sie sonst sich auf eine Sprechpuppe reduziert und sonst dann auch ein sehr, sehr peinliches Bild abgibt. Ich habe das Gefühl, dass diese Dame jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist und es für Europa auch nichts Gutes bedeuten würde, nämlich mehr an Migration, an illegaler Migration, mehr an Globalisierung, mehr an diesen ganzen linken Wogen. Ihr sind ja immer mehr zu uns rüberschaut. Und Trump wäre ein Garant dafür, dass man aufhört mit all den Irrsinnsentwicklungen, die zum Teil aus den USA kommen, ich sage mal von Pubertätsblockern, oder dass man, weil man jetzt 60, 70 Geschlechter versucht zu implementieren, dass man all das, was nicht normal ist, beginnt hochzujubeln, aber das, was normal ist, immer mehr demonisiert, und da gibt es halt einen Gleichgang zwischen dem, was wir denken und was hier die Kreise und den Trump denken. Kommen wir noch nach Österreich, da sorgt Ihr Parteikollege Walter Rosenkranz jetzt mal für ein bisschen Wirbel. Er ist ja jetzt zum Nationalratspräsidenten gewählt worden und hat gleich einmal als ersten Gast aus dem Ausland Viktor Orban präsentiert. Ist das nicht eine bewusste Provokation, die er da jetzt gesetzt hat? Ja, im Ganzen gar nicht der Fall. Das lief in großen Einvernehmen, und Viktor Orban hat von sich aus, nachdem er hier politische Termine in Wien wahrzunehmen hat, uns darüber informiert. Im Konkreten war es in Brüssel, wo ich die Gelegenheit hatte, mit ihm zu reden, und wird es dann gleich für Wien in weiterer Konsequenz auf Schiene gebracht haben. Und ich glaube, wenn man den Premierminister seines Nachbarlandes einlädt, und Österreich-Ungarn hat eine tiefe, sage ich, nachbarschaftliche Beziehungsebene und eine freundschaftliche Ebene, dann ist es, glaube ich, auch was sehr, sehr Gutes, da Viktor Orban ins österreichische Parlament zu holen. Aufregung gibt es in Österreich derzeit natürlich auch um den von Alexander Van der Bellen nicht gegebenen Regierungsbildungsauftrag an Herbert Kickl. Halten Sie das für undemokratisch oder haben Sie sich mittlerweile damit abgefunden? Ich glaube, das ist auch nicht weiter da. Aus der Distanz der USA ist das schwierig zu beurteilen. Nur Faktum ist halt, dass Alexander Van der Bellen nie offensichtlich den Grünen Parteiobmann abgelegt hat. Er mag uns nicht, er verhindert uns, er blockiert uns. Soll so sein, so wie er die Präsidentschaft ausübt, ist es nicht das Beste, wie man Präsidentschaft ausüben sollte. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Thema hier. Ich kümmere mich darum, dass die europäische Beziehungsebene zwischen Parteien Mitte-Rechts hier
starkes Reformpotenzial erreicht, starke Reformkraft, und die uns auch vernetzen mit einer USA, die wieder einen normalen Weg steht, die für eine Beendigung des Krieges steht und gegen Globalisierungswahnsinn. Ist das eigentlich auch Thema bei Ihnen in den USA mit Leuten, mit denen Sie sprechen, dass die FPÖ eben nicht den Regierungsbildungsauftrag bekommen hat? Weil es hat ja sogar Elon Musk auf X ein Posting dazu abgesetzt. Also anscheinend gibt es ja zumindest im Umfeld von Donald Trump ein gewisses Interesse auch an der österreichischen Regierungsbildung. Selbstverständlich, man sieht gewisse Dinge einfach nur noch mit einem großen Fragezeichen. Und wenn eine Partei gewinnt, wie es die FPÖ in Österreich gemacht hat, ja, und dann von einer Allianz der Hinkenden und der Stolpernden und der Verlierer irgendwie versucht wird, von ihrer Verantwortung fernzuhalten, dann generiert es natürlich auch entsprechende Aufmerksamkeit und auch entsprechende Kritik. Und ich habe mich gefreut, dass Elon Musk, den ich gestern nicht ganz persönlich, aber aus 10 Meter Entfernung Sager von mir treffen durfte und auch seiner Rede beiwohnen durfte, dass so jemand, der wirklich bestimmend ist, ja, nicht nur mit seinen Produkten, sondern jetzt auch mit seinem SpaceX-Projekt, dass er jemand ist, der hier auch als Projektiv eingreift, das gefällt mir. Und ganz zum Schluss noch, jetzt gibt es ja Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und SPÖ und in weiterer Folge wohl auch den NEOS. Sollte da nichts zustande kommen, wäre die FPÖ nach wie vor bereit, in eine Koalition mit der ÖVP zu gehen? Sagen Sie meine Kollegen in Wien bitte, so wie ich mich aus der Distanz auch jetzt nicht einmischen. Ich kenne den letzten Stand der Gespräche nicht. Nur eines weiß ich, die FPÖ war immer, ist immer und wird es auch immer sein, bereit, nämlich Verantwortung zu übernehmen und das, was sie im Wahlkampf sagt, das, was sie den Menschen verspricht, auch maximal umzusetzen und mit demokratischen Mehrheiten dann zu trachten, dass es halt besser in dem Sinne wird, wie wir es den Menschen versprechen. Herr Wilimski, vielen Dank und schöne Grüße nach New York. Danke und Grüße retour nach Wien. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter bei Fellner Live.